Und recht herzlich willkommen zurück bei Let's Play Fallout 3. Ja, wir sollen dieses Mal Bodenerkundungsbänder finden, denn wir haben letztes Mal so ein Bootchen gefunden und die wollten irgendwie Bodenproben nehmen und ja, wir sollen jetzt eben da die Bänder suchen, um dann an die Expeditionsvorräte ranzukommen. Eins ist da schon. Jetzt sagen wir mal, was das zuerst war. Hier geht die Seuche wieder los. Axtbier, Schmuggler, Kampfrüstung, super, blablabla, brauchen wir nicht. So, ich schau mal gerade, was die Waffenauswahl macht. Nichts Neues. Ein einsamer Tümpel. Verseucht wie eh und je. Und einsame... Ghule. Und wir sind echt schlecht mit dem Ding, ne? Und einer wirft irgendwas. Das ist wieder so ein Super-Ghul, ne? Kann das sein? Kann das sein? Und warum sehen wir jetzt unsere Mütze? Unsere bescheuerte Mütze? Da ist er. Ich wollte gerade sagen, das war doch der böse Wicht. So, jetzt gleich erstmal so. Ja, komm, weil es so schön war, nochmal. Und weil es so schön war, auch gleich nochmal. Das war leider blöd. So, jetzt liegt er oben und jetzt brauchen wir eigentlich nur noch einen. Wenn wir den treffen. So. Oh. Alles gut? Alles gut. Okay. So, was bist du? Ach, ein kleiner Friedhof oder was? Kann ich da wieder... Okay. Hier kann ich wieder plündern. Das nehme ich gerade mal mit. Das Ding auch. Können wir zum Reparieren nehmen. Das nehme ich auch mit. So, ich wollte kurz gucken. Warte mal. Breiter Hut. Tarnrüstung. Konvertierenhut. Kryptomatische Brille. Ach, die haben wir immer noch auf. Wir müssen die Hockeymaske wieder aufziehen. So, jetzt sieht das schon wieder anders aus. Überladen. Warte mal. Warte mal. So, dann, das alte Hinterwäldlergewehr, das reparieren wir auch nochmal. So, dann haben wir schon alles wieder. Perfekt. Das Gaussgewehr müssen wir auch mal reparieren. So, und jetzt hier. Ausgegrabenes Sumpfschlammloch. Aha. Okay. Hier sind auf jeden Fall ein paar Tote und hier ist... Ah, das Bodenerkundungsband. Biogaskanister. Hm. Nehmen wir mal mit. Würde mich interessieren, wenn wir das werfen. Okay. Das erste haben wir somit schon. So, dann schauen wir mal kurz. Zack. Caroline Saunders hier, zuständige Geochemikerin bei den Bisch-Erdgas-Probebohrungen MD16001. Die vorläufigen Ergebnisse aus Probestandort 2 sind gut. Wir erhalten ähnliche Konzentrationen wie bei Standort 1. Die Zusammensetzung des Biogases ist ebenfalls ähnlich, einschließlich einiger organischer Verbindungen, die ich noch nicht identifizieren konnte. Außerdem stießen wir an dieser Förderungsstätte auf umfangreiche Laugenrückstände in einer natürlich geformten Kammer. Zum Glück trugen wir von Anfang an Schutzanzüge, sonst hätten sich einige von uns wohl schwerwiegende Verätzungen zugezogen.
Ich würde den Standort gern näher untersuchen, um festzustellen, ob es zwischen den Verbindungen und den Laugenablagerungen einen Zusammenhang gibt. Unser Gebläse muss repariert werden. Der Techniker meint, das dauert ein paar Stunden. Ich werde mir in der Zwischenzeit Standort 3 ansehen. Alle weiteren Untersuchungen führe ich ohnehin nur aus persönlicher Neugier durch. Probestandort 2 ist hiermit genehmigt. Interessant. Also, sie ist zu Standort 3 aufgebrochen. Da haben wir einen Raufbold. Komm her. Erwische ich den von hier? Schlecht. Hallo, er rennt weg, der blöde Sack. Was hat er vor? Es sind mehrere, die durchs Wasser latschen. Okay. Seid ihr blöd? Naja. So. Einen Treffer haben wir wenigstens gelandet. Jawohl. Scheiße. Lad nach. So. Das Gewehr ist gar nicht so schlecht. Dafür, dass es mit 10 mm Patronen gefüllt wird, ist das echt okay. Entdeckung Müllhaufen. Hä? Hier ist auch wieder die Seuche unterwegs, aber so viele tolle andere Sachen sind hier nicht. Hallo? Ey. Das kann ich dir schon sagen. Doch, Munition. Ich bin immer zu voreilig. Und ein Safe. Mit Mini-Atombombe und Vorkriegsgeld und Kronkorken. Ja, geil. Also, Vorkriegsgeld nehme ich ja immer ganz gerne. Noch irgendwas. Ein Safe mit schwerem Schloss. Das verheißt Gutes. Allerdings ist hier die Strahlenverseuchung natürlich extrem hoch, sehe ich gerade. Wir müssten mal hier weg. Wir müssten mal hier weg und zack. Zack. Und uns mal ein bisschen Right Away reinhauen. So, lass mich mal kurz was gucken, wie hieß denn die Dame überhaupt, die Wissenschaftlerin? Schlecht. Hab ich mir mal wieder nicht gemerkt. Mein Gott. Fatal. So, ist hier schon die nächste? Ja, hier ist das nächste. Eine Sumpfghoul, komm her. Okay. Bam. Noch einer? Hm? So, was ist das jetzt? Ausgrabungsstelle 2? Ausgegrabenes Sumpfschlammloch. Hier ist auch wieder die Seuche extrem. Biogaskanister nehmen wir wieder mit. Hochleistungsstrahlenanzug. Kann man hier weitergehen oder was? Ja, jein. Ja, gut, das bringt ja jetzt hier nicht wirklich viel. Hier gibt's ja nix. So, komm erstmal wieder in Sicherheit. Und dann horchen wir hier auch mal rein. Hier spricht Caroline Saunders, zuständige Geochemikerin für die Bisch-Erdgasprobebohrungen MD 16001.
Die entnommenen Proben zeigen vielversprechende Konzentrationen von Biogas in der hauptsächlich aus Kalkstein bestehenden Unterlage der Feuchtgebiete. Obwohl noch keine genauen Zahlen vorliegen, sollte das Förderungspotenzial des Standorts hoch genug sein, um die Untersuchungsziele zu erfüllen. Ich werde einige Praktikanten zurücklassen, die sich um die Details kümmern, aber das sind reine Formalitäten. Ich besuche jetzt weitere Standorte, um sicherzugehen, dass es sich hierbei nicht um Abweichungen handelt. Probestandort 1 ist hiermit genehmigt. Tja, Miss Saunders. Hättest du mal nicht die Praktikanten zurückgelassen. Hallo, Bübchen. Hallo. Arme Puppe. Armes kleines Püppchen. So, und ich denke, wenn wir diese Quest dann haben, sind wir hier auch fertig mit Point Lookout, aber das habe ich ja wahrscheinlich schon, glaube ich, mittlerweile 5 oder 6 Mal so behauptet. Und immer wieder kam irgendwas dazwischen. Das ist echt... Jetzt nicht, dass es schlimm wäre. Ein Bomber. Ein abgestürzter Bomber. Ich glaub's ja nicht. Ich glaub's ja jetzt gerade nicht. Jetabsturzstelle. Ach was. Ach was, wie übel. Huch. Hi. Ihr zwei. Noch mehr. So, tolle Sachen gibt es hier wahrscheinlich trotzdem nicht, aber... Doch, es gibt 10mm Munition. Buffout, bla bla bla, Kampfhelm. Datenschreiber, Aufnahmegerät. Ach was, können wir uns sogar die Blackbox anhören. Ist ja interessant. Das ist echt... Es ist einfach total cool. Es ist einfach nur total geil. Mehr, also ich kann hier gar nichts mehr zu sagen. Es ist einfach nur total klasse. Diese Kleinigkeiten einfach hier. Ich hätte jetzt wirklich nicht damit gerechnet, dass wir da uns auch noch so eine... Zentrale, wir sehen Explosionen am Horizont. Bitte kommen. Zentrale, hier USN 350. Erbitte Landevektor. Habe null Sicht auf Wolkenhöhe. Sprit wird knapp. Brauche dringend Landeerlaubnis. Noch Sprit für 1 Stunde 10 Minuten. Null Signal von OM. Hier spricht USN 350. Bin im Blindflug. Versuche Notwasserung. INS aktiv auf Notfrequenz. Klappen eingefahren. Gehe runter auf 800 Fuß. Fahrwerk ausgefahren. Ende. 500 Fuß. Baumwipfel in Sicht. Triebwerk gedrosselt. Vorbereitung zur Betätigung des Abzuggriffs. Ja, das war's. Letzte... Eintragung. Gut, das ist er abgestürzt, der arme Kerl. So, Mikrowellensender. Ich würde ja gerne irgendwas wegwerfen. Biogaskanister, weißt du was? Probier ich gerade mal aus. Höp. Aha. Okay, das scheint Schaden auf Dauer zu machen. So, haben wir hier noch was? Nur noch eine Schaufel. Und eine Munitionskiste. Wie cool, einfach nur. Und auch, dass wir da so dann so eine kleine Geschichte dahinter erzählen. Das ist einfach schön. Das freut mich. So, ich behalte das Ding gerade mal. Mache ausnahmsweise mal ein Quick Save. Denn da haben wir schon wieder so einen Wildghoul Reaver. Ich schleiche mich da mal an und dann werfe ich mal so ein Ding. Um zu sehen, was geschieht. Wir werfen 2. Hui! Das bringt... Total viel, ich sehe das schon. Das bringt echt total viel, genauso wie das, was ich gerade getan habe.
Boah, der hält so viel aus, ey. Das ist unglaublich. Boah, fuck you. Ach du Scheiße. Ich muss erstmal die dahinter irgendwie töten. Jawohl. So, jetzt bist du dran. Jawohl. Der lässt sich auch davon gar nicht beeindrucken. Ich muss mich heilen. Nein, 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 nein. Gut, dass wir so viele Stimpaks haben. Alter. So, jetzt bist du aber dran. Wenn die ja jetzt mal beide sitzen würden, ist er trotzdem mal tot, aber jetzt. Boah, die sind echt mies. Die sind einfach nur fies, die Viecher. Einfach mies, so. Jetzt gibt's die Punker-Punkers mal in den Kopf. Ein Staffboy, den könnten wir eigentlich auch mal ausprobieren. Haben wir auch noch nicht gemacht. So. Hui, einmal durch die Giftpumpe. What's this? Das Mutantenwohnzimmer hier, oder was? Sieht so aus. Okay. Lass mich durch. So, gucken wir erstmal hier. Können wir ein bisschen rumfunken. Oder auch nicht. So, okay. Dann rinn ins Loch. Und die Madame Saunder ist ja nicht hier, ne? Nee. Ups. Oder ist sie das vielleicht, die tote Frau hier? An Bord des Erkundungsfahrzeugs Daten eingeben. Ja doch, das wird es wahrscheinlich sein hier. Zumindest ihre sterblichen Überreste. So. Wir brauchen mal. So, dann hatte ich doch eben irgendwas Blödsinniges aufgenommen. Was war es? Es war eine Schaufel. Dinge, die Welt nicht braucht. So, wir hören kurz rein. Was in aller Welt haben wir denn hier angebohrt? Probestandort 3 zeigt Biogaskonzentrationen, die über unsere Diagramme hinausschießen. Hm. Die Unterlage ist überraschend kompaktes Kalkgestein an allen Standorten. Und wir hatten keine Probleme, die natürlichen Kammern zu finden. Das und die kompakten Kalzitformationen legen den Schluss nahe, dass unterirdische Wasserläufe ein weitläufiges Höhlensystem ausgewaschen haben. Diese zu erfassen ist ein monumentales Unterfangen, jedoch notwendig, um das gesamte Erdgasvorkommen hier unten abschätzen zu können. Was ich aber nicht verstehe, sind die Mengen an Laugenrückständen, auf die wir andauernd stoßen. Ich werde versuchen, mit ein paar meiner Kontakte in der Forschung zu sprechen. Vielleicht gab es ja sowas schon einmal irgendwo. Das hat aber noch Zeit. Ich bin sicher, dass Bisch sich hier niederlassen und losbohren will, sodass der Boden bebt. Hier spricht Caroline Saunders, zuständige Geochemikerin für die Bisch-Erdgasprobebohrungen MD-16001. Probestandort 3 ist hiermit genehmigt. Meiner Meinung nach ist das ein Top-Standort zur Erdgasförderung und eine wahre Schatzkammer für Feldstudien. Ein Höhlensystem? Schade, deshalb habe ich gerade nochmal geguckt, dachte ich, man könnte da vielleicht sich ein bisschen umgucken. Aber gut. Jetzt haben wir alle Bänder und können uns dann mal hier am Terminal austoben. So, Autorisierungscode 1, 2, 3 und dann Fehler. Das haben wir ja schon gehabt. Bla bla bla.
So, auf Expeditionsvorräte zugreifen. Plus 65. So, bin ich mal gespannt, was wir da drin so haben. 10 Biogaskanister, Redex, schmutziges Wasser, Stahl, wow. Das ist einfach wow. Ja. Kann ich den eigentlich mit einem normalen Strahlenanzug reparieren, frage ich mich gerade. Warte mal. Wahrscheinlich nicht, ne? Doch. Cool. Alles klar. Ja, witzig. Warte, dann holen wir noch einen. Das ist natürlich gut. So, schön. Haben wir den. Dann müssten wir, wenn wir jetzt wieder zurück gleich sind, auch mal den einen Volt noch versuchen. Wo wir ja letztes Mal so verstrahlt waren, dass wir direkt gestorben sind. Okay. Gut. Wollen wir hier abhauen? Ich würde sagen, ja. Ich würde sagen, wir haben es jetzt dann endlich geschafft hier. Schade, also das Ende hier hätte ich mir so ein bisschen schöner vorgestellt, ne? Obwohl, es gibt natürlich hier unten noch ein ganzes Gebiet, was wir auch noch nicht erkundet haben, ne? Das ist... An sich würde ich mich ja da gerne noch mal ein paar Minütchen rumtreiben. Hier fliegen die Fetzen durch die Gegend, da oben fliegt wieder der Rasenmäher. Free Breakfast! Ja, geil. Dann Feuer frei. The Jerk. Lecker Diner. Na gut, nee, wir gehen nochmal hier so ein bisschen in diese Richtung. Wenigstens ein bisschen. Ja, wie gesagt, das war ja eben schon cool mit der Jet-Absturzstelle, ne? Das nimmt mich ja jetzt immer noch mit. Super cool. Super. Einfach super. So, da oben haben wir wieder die scheiß Ghule, die mich einfach nur ab... Obwohl, eigentlich will ich ja hier weg, weil die hasse ich wirklich. Also, die Ghule sind echt mega nervig. Aber das ist halt einfach cool. Man stößt hier einfach auf so lustige, tolle Dinge. Das ist einfach... Ich weine gleich. So freudig erregt bin ich. Was ist das hier? Es sind Zelte, in die wir sogar reingehen können. Einfach super. Total interessant. Hier gibt's Gleisnägel und Schrotpatronen. Und mal wieder Gehhilfe. Und Stimpaks. Und wir sind überladen. Was ich jetzt ja nicht so toll finde. Und wir können lesen. Ja, warte mal. Jetzt müssen wir mal gucken. Ach, scheiß drauf, komm. So. Kollektive Wohlfahrt, freiwilligen Einheiten, Nummer, blablabla. Einheitenmissionsparameter. Ermitteln Sie die medizinischen und sozialen Bedürfnisse der lokalen Bevölkerung. Machen Sie auf Gesundheitsrisiken aufmerksam und bieten Sie bei lokalem Bedarf Hilfe an. Helfen Sie bei der Teilnahme am Bundesfitnessregistrierungsprogramm. Die Freiwilligen müssen in der Öffentlichkeit und im Privatleben jederzeit die Werte des Programms Kollektive Wohlfahrt hochhalten. Die neue Pest und Du, urheberrechtlich geschützt und verteilt durch das Präsidentenfitnessprogramm. Erkenne die Zeichen! Schütze dich und deine Gemeinde, indem du lernst, Personen zu erkennen, die an der neuen Pest leiden. Bei den Erkrankten treten häufig folgende Symptome auf. Schweißausbrüche, unerklärliche Quetschungen, Schwellungen, starke externe Blutungen, neue Ideale wie zum Beispiel der Sozialismus.
Was? Wenn du glaubst, in einer Person in Berührung gekommen zu sein, die eines oder mehrere dieser verräterischen Anzeichen aufweisen, dann denke an SIM. Symptome bestätigen. Nähe dich der Person, die unter den verdächtigen Symptomen leidet. Falls kein ziviler oder medizinischer Experte verfügbar ist, der dies tun könnte, vergewissere dich, dass diese Person tatsächlich Symptome der neuen Pest aufweist. Isolieren. Sobald du dich vergewissert hast, dass es sich um einen Fall der neuen Pest handeln könnte, isoliere dich und die Person, die diese Symptome aufweist, von der Bevölkerung, da die neue Pest sehr ansteckend ist. Melden. Melde diesen Fall direkt bei der nächsten Bundesgesundheitsregistratur der medizinischen Zentrale und überlasse alles weitere den Experten. Die neue Pest ist eine sogenannte Geselligkeitskrankheit. Dies bedeutet, dass die neue Pest sehr ansteckend ist und durch gesellschaftliche Kontakte, wie zum Beispiel die folgenden, übertragen werden kann. Gemeinsames Lecken an Speiseeisen. Langsames Spazierenfahren auf der Hauptstraße. Was? Sexuelle Freizügigkeit, Sodomiebesuche von Jahrmärkten oder Festivals. Wie kannst du dich also am besten vor Geselligkeitskrankheiten schützen? Warum bleibst du nicht zu Hause und liest ein Buch oder kochst etwas? Du schützt dich am besten vor einer Ansteckung, indem du den Kontakt zu anderen einschränkst. Ja, sicher, sicher. Lass dich registrieren. Hast du gewusst, dass deine Regierung dich vor der neuen Pest und anderen biologischen Gefahren schützen kann? Das ist wahr und du brauchst dazu nur die Bundesgesundheitsregistratur in deiner Nähe aufzusuchen. Dort werden freundliche Bundesexperten ein paar kleine Proben nehmen und dich in der nationalen Registratur eintragen. Durch deine Teilnahme am Bundesregistrierungsprogramm hältst du nicht nur die medizinischen Experten über deine medizinische Vorgeschichte und deinen Gesundheitszustand auf dem Laufenden, sondern lieferst auch einen wertvollen Beitrag zu wichtigen Forschungsprogrammen und erhältst das Anrecht auf Sonderpreise, wie zum Beispiel Benzinrationen oder Urlaubsreisen an exotische Orte unseres Landes. Interessant. Einheitenführungsprotokolle, aha. Protokolleintrag 1. Ich kam heute mit der ersten Wagenladung von Freiwilligen an. Keine Bundesbeamten. Ach du Scheiße, es ist so viel zu lesen. Oh Gott. Keine Bundesbeamten weit und breit. Ich schätze, das Registrierungsprogramm hat diese Gegend bereits abgeklappert. Es wurden einige Sachen zurückgelassen und ich bin befugt, die Sachen aus dem Lager zu holen und zu benutzen. Wir haben einige einfache Antibiotika und Hygienevorräte sowie ein paar Kisten mit Informationsflugblättern zur neuen Pest. Das ist noch nicht viel, um etwas Großes aufzuziehen, aber immerhin können wir uns jetzt im Motel einrichten. Vorläufig werde ich mich darauf konzentrieren, mit Victoria unser Zentrum für Öffentlichkeitsarbeit aufzubauen, während unsere übrigen Freiwilligen in die Gemeinde gehen, um die Lage zu erkunden. Das Gebäude, das uns für unseren Zeitraum für Öffentlichkeitsarbeit zur Verfügung gestellt wurde, war der reinste Witz. Das Gebäude ist nur zur Hälfte fertiggestellt und was bisher gebaut wurde, sieht so aus, als könnte es jeden Moment von selbst umfallen. Das Immobilienunternehmen war keine große Hilfe. Ich habe einige Außendienstmaterialien angefordert, damit wir ein Zentrum unter freiem Himmel aufbauen können, bis dieses Problem behoben werden kann. Meine Freiwilligen haben mir berichtet, dass es in einem großen Teil dieser Gegend an der grundlegendsten Infrastruktur mangelt und wir daher wahrscheinlich am besten mit einfachen Impfstoffen und sanitären Materialien beginnen sollten. Ich habe einige dieser Materialien auf die heutige Einkaufsliste gesetzt, glaube aber, dass wir die Lage vor Ort noch nicht gründlich genug erkundet haben, um jetzt schon mehr als das anzufordern. Oh Gott, meine Zunge bricht gleich ab. Ach du Kacke. Wir haben heute die erste Veranstaltung für unsere Öffentlichkeitsarbeit durchgeführt, die allerdings nicht so gut verlaufen ist. Der größte Teil der Bevölkerung im zentralen Gebiet von Point Lookout besteht aus Immigranten aus nahegelegenen städtischen Wohngebieten, zum Beispiel aus Bauarbeitern mit zeitlich begrenzten Verträgen, Hilfspersonal für öffentliche Unternehmen und ein paar wenigen Geschäftsleuten, die mit den Bauprojekten zu tun haben. Wir sind hier, um der ländlichen Bevölkerung zu helfen, die noch nicht einmal einen Nachttopf besitzt. Aber gerade diese Leute kommen einfach nicht in den Ort. Wir müssen unsere Arbeitsansätze gründlich neu überdenken. Die Bevölkerung scheint sehr zurückgezogen zu leben. Wir müssen bei unserer Öffentlichkeitsarbeit kreativ vorgehen. Victoria wurde heute schwer verletzt. Sie fuhr mit einem Lastwagen voller Vorräte zur Arkendorf-Kathedrale auf der anderen Seite des Flusses. Die meisten der Einheimischen, denen wir helfen wollten, wohnen in primitiven Behausungen im Feuchtgebiet. Die Kathedrale ist das einzige öffentliche Gebäude, das sich in der Nähe dieses Gebiets befindet. Victoria war nicht gerade im besten Zustand, um ausführliche Auskünfte zu geben, aber offenbar war niemand da gewesen, als sie die Kathedrale erreichte. Sie ging in die Sümpfe hinaus, um mit Einheimischen, die da draußen in Hütten leben, Kontakt aufzunehmen. Die Rettungssanitäter behandelten eine Wunde an ihrem Hinterkopf. Sie wird wieder auf die Beine kommen, hat sich aber offenbar einen Schädelbruch zugezogen. Au.
Victoria kann sich nur noch daran erinnern, plötzlich ohnmächtig geworden zu sein. Es wurde nichts von ihren persönlichen Besitztümern oder medizinischem Material entwendet. Aber trotzdem werde ich Vorsicht walten lassen, um den Freiwilligen zu verbieten, sich allein dort draußen herumzutreiben. Wir werden alles tun, was unter diesen Umständen überhaupt in unserer Macht steht. Oh Gott. Apropos verschwunden. Die Nadine ist ja auch immer noch weg, ne? Huch. Der Katastrophenschutz. Ja, krass. Alles klar. Dann würde ich sagen, gucken wir uns doch schlicht und ergreifend in der nächsten Folge hier weiter um. Und ich schaue da mal nach, wo die Nadine geblieben ist. Also, bis dann. Ciao.